Hallo im Küchengarten. Heute gibt es ein bisschen ein anderes Video. Und zwar habe ich einige Sachen zu tun. Einerseits habe ich hier schon seit Wochen einen ganz mysteriösen Orchideenfall. Seht ihr das? Die hat aus heiterem Himmel die unteren Blätter verfärbt. Die sind jetzt schon ganz trocken. Ich glaube, die kann ich sogar einfach wegziehen. Ja, na, die noch nicht, da warte ich noch ab. Aber lustigerweise, hier drinnen bildet sich ein neues Blatt. Und ich sehe hier unten drunter auch eine neue Wurzel. Da möchte ich jetzt unbedingt nachschauen, was sich hier im Topf tut. Ob da Wurzelfäule ist oder irgendwelche Schädlinge. Und das Zweite ist, es geht jetzt immer mehr in den März hinein und mir juckt es in den Fingern, etwas auszusehen. Da habe ich auch einiges vor und das möchte ich heute machen. Dann nehme ich euch mit. Anfangen tun wir hier mit der Orchidee. Das hat einmal Priorität. Wenn das nicht interessiert, ich blende euch unten im Video ein, ab welchem Timestamp die Aussaat kommt. Und dann könnt ihr ganz einfach dorthin springen. Okay, dann fangen wir jetzt einmal mit der Orchidee an. Ich nehme sie jetzt zuerst mal aus dem Topf heraus, weil es interessiert mich wirklich brennend, wie es da drinnen ausschaut. Das Substrat ist sehr trocken, aber ich habe mit Absicht schon seit einiger Zeit nicht mehr gegossen. Okay. Das ist hier gemischt. Seht ihr das? Hier sind einerseits, da war ein bisschen Wurzelfäule am Werk. Also wenn ihr hier so drauf drückt und das Ganze ist so knistrig, entweder matschig, je nachdem wie nass das Substrat wäre. Meines war jetzt hier sehr trocken, deswegen knistern hier die leeren Wurzelhüllen. Man kann sie sogar wegziehen. Aber andererseits auch neues Wachstum hier, obwohl die hat hier einen Knick. Glaube ich, werde ich trotzdem auch abschneiden. Und was ganz toll ist, also die ist auf jeden Fall noch nicht verloren, startet aber sehr klein. Seht mal hier, diese drei ganz neuen Wurzeln. Also eigentlich ist sie im Wachstum, jetzt wo ich sie hier heraus habe. Das, was ich jetzt mache, ist erstens, wenn ich sie schon mal so schön aus dem Substrat heraus habe, Schädlinge habe ich auch keine gefunden. Ich werde jetzt mal hier dieses Blatt entfernen. Dazu versuche ich es möglichst sauber einfach abzuziehen. Ja, das ist ganz gut gegangen. Dann entferne ich hier auch die Reste von dem zweiten Blatt. Sie ist nämlich wichtig, weil alles tote Pflanzenmaterial ist ein Herd für Fäulnis nachher im Substrat. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Also kletzle ich das hier so weg. Und was ich jetzt auch mache, sind die ganzen toten Wurzelreste wegzuschneiden. Wie gesagt, das merkt ihr sehr leicht, ob eine Wurzel noch funktioniert oder nicht, wenn ihr sie angreift und einfach zusammendrückt. Wenn Widerstand ist, wenn sie schön fest ist, alles wunderbar. Und wenn sie matschig ist oder weich, dann kann man sie einfach wegschneiden. Und da ist noch ein ganz großes Stück. Werde ich direkt hier am Pflanzenhals wegschneiden. Ja. Und wie gesagt, leider, obwohl hier neues Wachstum ist an der Spitze, sie ist abgebrochen hier, werde ich sie auch wegschneiden. So. Ansonsten schaut das Ganze gar nicht so schlimm aus. Sie ist zwar richtig klein, aber sie hat ein neues Blatt bekommen und neue Wurzeln. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, was für eine das war, wie die geblüht hat. Naja, jetzt muss sie sich erst einmal
erholen und dann wird sie wieder für mich blühen. Ich hatte Schlimmeres erwartet, ich bin eigentlich ganz froh, wie das Ganze jetzt ausgegangen ist. Was ich jetzt mache, ich muss sie neu eintopfen und hier ist ganz ein wichtiges Thema, die Topfgröße. Wenn ich jetzt einen zu großen Topf im Vergleich zu dem bestehenden Wurzelsystem nehmen würde, dann könnte es passieren, dass ich sie überwässere, denn je größer der Topf, desto mehr Substrat ist im Verhältnis zu dem bestehenden Wurzelsystem vorhanden und desto mehr Feuchtigkeit ist ebenso vorhanden und es ist mehr Feuchtigkeit, als die Orchidee in diesem Stadium braucht und man gießt dann natürlich nach einer gewissen Zeit wieder nach und dann ist es meistens zu viel und die Wurzeln rotten. Das heißt, dieser Topf ist mir zu groß, schaut euch das an, da wäre viel zu viel Substrat für die Anzahl Wurzeln drinnen. Das heißt, ich hole mir jetzt mal einen kleineren Topf. So, ich habe mir jetzt einen kleineren Topf geholt und schon ein bisschen Sphagnummoos. Denn wenn die Orchidee so klein ist und so frische Wurzelspitzen hat, mische ich immer gerne ein bisschen Sphagnummoos als Feuchtigkeitsspeicher in meinen Topf hinein. Muss man sich natürlich merken, dass der in dem Topf drinnen ist, damit man nicht wieder übergießt und eintopfen werde ich sie jetzt in mein selbstgemischtes Substrat, was sehr durchlässig ist. Das ist mein selbstgemischtes Zimmerpflanzensubstrat für meine Eroiden- und Aufsitzerpflanzen. Das besteht zu gleichen Teilen aus grobem Kokossubstrat, Pinienrinde, Bimssteinen, Perlite. Wie gesagt, sehr durchlässig, damit ja nicht zu viel Feuchtigkeit an der Orchidee stehen bleibt. Jetzt schaue ich, dass ich all diese Wurzeln hier in das Töpfchen bekomme. Jetzt kommt ein bisschen Sphagnummoos. Das wirkt ja auch antibakteriell und regt die Wurzelbildung an. Nicht zu viel. Ich lege es jetzt hier zu meinem anderen Substrat hinein, um dieser kleinen Baby-Orchidee doch am Anfang zu helfen, ein bisschen mehr Wasser zu speichern. Durch das Klopfen reduziere ich die Lufttaschen, verdichte das Substrat etwas. Ihr seht, wie das jetzt gleich wieder eingefallen ist. So, und da ist jetzt die gute. Schaut mal gleich viel glücklicher aus. Ich weiß, was Sache ist und ich werde sie hier bei mir unten in meinem Pflanzen und Arbeitszimmer stehen lassen, damit ich ein Auge auf sie haben kann. So, die erste Sache erledigt. Jetzt geht's zur zweiten, die ich mir für heute vorgenommen habe. Und zwar eine Aussaat. Was ich immer sehr, sehr zeitig im Frühjahr mache, ist Kohl und Kraut, weil die sind auch sehr temperaturunempfindlich. Das heißt, ich kann sie dann meistens schon im April nach draußen setzen. Was habe ich hier? Ich habe einen Weißkohl, der ist früh und klein und soll zuverlässig sein bei früher Aussaat für die Ernte bereits ab Mai. Aber da hätte ich schon im Jänner aussehen sollen. Ja, wenn ich natürlich im Juni schon ernten kann, bin ich auch nicht unglücklich. Dann ein Weißkraut, fest gefüllt, rundlich, mit knackigen, würzig-aromatischen Blättern. Ja, und dann oh, mein absolutes Favorite, das ist ein Mixkohl. Dieses Saatgut habe ich letztes Jahr von Anja bestellt, von Anjas Gartenreich. Und das ist einfach ein Überraschungspaket. Sie hat da alles Mögliche, was in ihrem Garten geblüht hat, geerntet. Mix aus Palmkohl und Grünkohl. Überraschungsblattkohl. Und der hat zuverlässig geklappt, hat eine tolle Ernte gegeben, will ich dieses Jahr unbedingt wieder. Denn gerade mit diesem Blattkohl, also dem Palmkohl, den essen nicht nur wir gerne, sondern den verwende ich auch als Futterkohl für meine Hühner. Ja, und das Tolle ist, in meiner Anzuchtstation habe ich jetzt noch Platz und
diese ganzen Kohlsachen kann ich nämlich dann, nachdem sie gekeimt sind, das Keimen mache ich hier herinnen im warmen Haus, kann ich sie dann hinaus ins Gewächshaus geben, natürlich mit einem Deckel drüber, und dann habe ich hier herinnen dann nämlich schon Platz, wenn meine Paprika und Chilis und Tomaten und später dann auch die Gurken und Zucchini größer werden. Okay, dann legen wir mal los. Ich habe hier meine selbst gemischte Anzuchterde. Die mische ich mir auch immer selber, weil im Endeffekt kommt man billiger. Ich habe gemerkt, dass ich mir so weniger Schädlinge ins Haus bringe. Trauermücken kann man sowieso nicht ganz vermeiden. Aber in den gekauften Substraten ist meistens schon irgendwas drin. Und hier kann ich wirklich drauf schauen, dass ich es nach meinen Bedürfnissen zusammenstelle, das Substrat. Die Grundlage ist hier Kokoshumus, sehr viel Perlit, und ich habe hier leicht mit Wurmkompost aufgedüngt. Man kann aber auch gesiebten Gartenkompost verwenden. Hatte ich da jetzt gerade keinen zur Hand. So, jetzt habe ich hier mein kleines Tablett befüllt. In jedes Schälchen, ich habe hier im Moment 2, 4, 5, 15, 30. Von dem Mixkohl werde ich hier mal ein halbes Tablett machen. Das sind dann 15. Und da werde ich in jedes Kompartiment 2 Samen geben. Die bedecke ich jetzt dünn mit Erde. Da ist als Richtlinie immer so viel Erde drüber, wie der Samen dick ist. Das geht natürlich immer schwierig, so genau zu sein, aber ungefähr, nicht mit Zentimeter dick Erde überdecken, denn sonst kommt der Samen ja gar nicht mehr durch. So, ein bisschen festdrücken, damit es beim Wässern nicht gleich weggeschwemmt wird. Und dann auch noch beschriften. Ganz wichtig, wenn man verschiedene Sachen aussät. Gut, und von meinen 2 Weißkohlsorten werde ich einmal 7 und einmal 8 machen. Und wir sehen uns wieder, wenn ich das erledigt habe. Der Grünkohl hat jetzt seinen Weg in meine Anzuchtstation gefunden, schön eingegossen und mit einem Deckel drauf. Und jetzt kommen wir zu der allerschönsten Anzucht der Saison, und das sind die Tomaten. Ich mache heute noch nicht alle, aber Tomaten ist für einen Gärtner eigentlich das Wichtigste, weil die Geschmacksvielfalt, die es da gibt, unglaublich ist und auch die Geschmacksintensität sich von denen, die man im Supermarkt zu kaufen kriegt, auch unglaublich ist. Also Tomaten sind sehr wichtig für mich in meinem Küchengarten, und heute habe ich mir gedacht, fange ich mit Fleischtomaten an, weil die natürlich in meiner Erfahrung einen längeren Entwicklungsweg haben als kleine Cocktailtomaten. Und ich möchte da was Neues probieren. Ich habe mir solche kleinen Gewächshäuser gekauft, die das Growlight, also das Pflanzenlicht, schon hier oben integriert haben. Das schließt man dann mit so einem USB-Kabel an, den Strom an. Die haben dann hier innen so Kompartimente. Das ist jetzt eins mit 12 Kompartimenten. Und hier oben haben sie auch so einen Belüftungsregler, den man auf und zu machen kann. Finde ich jetzt wahnsinnig komfortabel für einen Hausgarten, für die Menge, die man hier braucht. Ich habe vor allem meine Tomaten in dem zu machen, vor allem wegen der Beleuchtung. Wenn ihr Interesse an denen habt, ich habe es euch unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, es ist eigentlich auch einfacher für mich, dass ich das, meine Aussaat bei Tomaten, staffel nach der Größe der Tomate, weil bei Fleischtomaten habe ich Gott sei Dank nicht so viel Auswahl, aber bei kleineren Tomaten, die meine Kinder so zum Wegnaschen lieben, ist meine Auswahl der Horror. Ich weiß gar nicht, wie ich mich da dieses Jahr entscheiden soll. Also, und da sind letztes Jahr auch so viele dazugekommen. Das ist ein Wahnsinn. Also da bin ich froh, dass ich mir noch ein bisschen Zeit lasse. Bei Fleischtomaten habe ich mich für folgende 4 entschieden. Weil das hier 3x4 Kompartimente sind, dann kann ich von jeder 3 Stück anpflanzen. So bin ich auf der sicheren Seite, dass ich genug rausbekomme von jeder Sorte. Und zwar habe ich hier einerseits
für die hatte ich letztes Jahr keinen Platz, die blaue Ananas, die habe ich auch wieder von Anjas Gartenreich, eine bunte Fleischtomate, gelb-orange mit dunklen Schultern. Klingt super schön. Dann habe ich die Black Crim, ist ja in aller Munde bei den Garten-YouTube-Kanälen, habe ich noch nie probiert, deswegen bin ich gespannt. Die Tomate Feuerwerk ist auch eine Fleischtomate mit Ursprung aus Russland. Die ist rot und hat so schöne gelbe Sprenkel. Mal schauen, wie die schmeckt. Und dann, die nicht fehlen darf, die war letztes Jahr wieder großartig, die Annawein. Die habe ich ja immer noch im Küchentuch. Ich glaube, ich habe noch, oh ja, drei gehen sich aus. Muss ich unbedingt dran denken, dass ich mir dieses Jahr Samen nehme. Die habe ich ja von der Tomatenverkostung im Rigottiland mitgenommen. Verlinke ich euch das Video unten, das ist jedes Jahr super interessant. Muss mit in die Anzucht. Und da freue ich mich schon sehr, dass ich heute starten kann. Ich nehme wieder mein selbstgemischtes Anzuchtsubstrat, fülle mir hier mal meine Anzuchtschälchen. So, das Ganze schön gefüllt. Und jetzt wie gehabt, wie beim Blattkohl, kommen jetzt immer zwei Saatkörner in jedes Kompartiment hinein. Und hier bei der Annawein, die ich auf dem Küchentuch habe, entweder kann man es runternehmen, die Samen, oder ich gebe es gleich mit dem Küchentuch hinein, das verrottet und die Samen keimen trotzdem wunderbar. Dann werde ich wieder eine dünne Schicht Erde drüber geben, fest drücken und dann sehen wir uns wieder, beschriften nicht vergessen, und dann sehen wir uns wieder vorne bei meiner Anzuchtstation und dann schauen wir uns an, wie ich das installiere. Ich bin schon sehr gespannt. So, und für meine Tomatenanzucht habe ich mir hier ein neues Plätzchen in meiner Anzuchtstation gesucht. Die ist ja hier hinter mir, da seht ihr unsere großen Terrassenfenster. So, dann habe ich hier so einen Stromadapter, wo man mehrere USB-Stecker einstecken kann. Das habe ich jetzt hier als einzelnes Paket gekauft, weil ich mir mal anschauen wollte, wie das aussieht. Und in den nächsten Tagen erwarte ich dann eine Lieferung mit 5 so kleinen Anzuchthäusern. Das sollte für meine ganze Tomatenanzucht reichen. Und diese 5 sind dann zusammengefasst in nur mit nur einem USB-Kabel. Das heißt, ich brauche maximal 2 hier. So, und dann habe ich hier direkt Strom. Sehr komfortabel. Und das hier steckt man jetzt hier oben an. Okay, das heißt, hier kann ich dann drehen, um die Belüftung zu schließen oder zu öffnen. So, jetzt gieße ich das Ganze noch. Für so feine Anzuchten verwende ich gern meine Ballbrause und einen kleinen Kübel oder ein Glas. Da sauge ich das immer voll. Wenn wir hier an meinem Anzuchttisch sind, zeige ich euch wie versprochen ein Update meiner Gemüsezwiebel. Die sind alle wunderbar gekeimt, ein paar musste ich nachsehen. Die sind aber auch schon gekeimt, haben jetzt auch schon eine schöne Größe. Und wie ich euch in meinem Video zu dem Zwiebelexperiment gesagt habe, ich verlinke das oben für euch, wenn es euch interessiert, werde ich die jetzt schon ins Gewächshaus geben, natürlich mit einem Deckel drüber. Aber das halten die Zwiebel wunderbar aus. Wir haben jetzt in der Nacht zwischen 1 und 4 Grad, aber das Gewächshaus ist geschlossen. So habe ich hier wieder mehr Platz. Wow, hier drin im Gewächshaus ist richtig warm. Ich glaube, ich sollte da mal lüften. Hier habe ich ein Thermometer. Das Thermometer zeigt doch tatsächlich 20 Grad an. Dem Vogelsalat, Feldsalat, gefällt das hier herinnen natürlich herrlich. Da werde ich bald eine riesige Ernte haben. Wunderbar. Ja, und meine Gemüsezwiebel stehen jetzt mittlerweile hier. Ich darf nur nicht vergessen, das Fenster am Abend wieder zuzumachen. Nochmal geschützt mit einer Haube, nochmal schön eingegossen. Somit verabschiede ich mich heute von euch aus einem richtig wunderbar sonnigen Küchengarten. Das
verlockt mich unglaublich dazu, am Nachmittag hinauszugehen und hier etwas weiterzubringen, meine Beete noch weiter vorzubereiten. Da gibt es auch einiges zu tun. Ich hoffe, bei euch geht es auch gut vorwärts mit den Vorbereitungen für die nächste Gartensaison. Alles Liebe an euch und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!